Guten Morgen. Ja, Samstag und heute Abend ist Tokotronic-Konzert. Das ist schon irgendwie, ja, komisch. Irgendwie eine Band, die ich höre, seit ich 16 bin. Mal wieder live sehen und vor allem dann in einem kleinen Club und nicht in der großen Halle. Sehr schön. Ja, aber vorher steht natürlich einiges an. Das heißt, jetzt gehe ich erstmal laufen. Allerdings ohne Kamera, weil Wetter draußen grau, nass und ist nicht schön, braucht keiner sehen. Das heißt, ich gehe laufen, danach mache ich mich fertig. Heute Mittag will ich noch mit meinem Kurzen mal in die Stadt, will dem ein neues Panzerglas für sein Handy holen. Ja, das Essen kochen. Nachher kommt dann Angie und dann fahren wir weiter nach Aschaffenburg. Das ist der Plan für den Tag bisher, wenn nichts Unvorhergesehenes dazwischen kommt. Werden wir sehen. Naja, mal abwarten. Also, ich war jetzt nicht laufen, weil ich habe mich umgezogen, war quasi klar und dann habe ich mir gedacht, ah, die Katzen sind so friedlich, also alle beide. Und dann habe ich geguckt, ja, Uwe lag im Körbchen oben, hat gepennt und dann irgendwann kam er runter und dann sehe ich, er tritt vorne rechts nicht auf, also humpelt. Ja, jetzt habe ich das die ganze Zeit mal beobachtet und geguckt, was er macht. Und ja, ist irgendwie nicht so schön. Ich will das jetzt einfach mal beobachten, wie sich das jetzt den Tag entwickelt. Am Montag muss ich sowieso zum Tierarzt. Ich hoffe, das wird jetzt nicht schlimmer. Also ich hoffe natürlich, dass es jetzt erstmal besser wird im Laufe des Tages. Dann kann ich beruhigt bis Montag warten. Wenn das natürlich nicht besser wird oder nicht schlimmer oder schlimmer werden würde, dann würde ich, denke ich mal, morgen am Sonntag zum Notdienst fahren mit ihm. Mal gucken. Aber im Moment, ich sag mal, er frisst, er trinkt, er geht aufs Klo, er belastet halt nur das Bein nicht. Möglicherweise ist er umgeknickt oder runtergesprungen irgendwo. Ich weiß es nicht. Ja, aber naja, mal abwarten. Gut, also Stand der Dinge ist, Uwe ist jetzt wieder hoch in den Kratzbaum geklettert, alleine, ganz nach oben und liegt da jetzt und schläft. Ja, ich werde jetzt weiter beobachten. Heute Abend werde ich dann zum Konzert gehen, mal gucken, wie das morgen aussieht. Ja, er war auch am Futter und er war am Wasser, also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Das ist echt doof, aber naja, gut. Ich werde jetzt erstmal mich frisch machen. Also ich war ja nicht laufen, aber trotzdem mal frisch machen und dann Essen kochen. Gegessen und eigentlich wollte ich jetzt mit meinem Sohn nach Hanau fahren, für ihn das Panzerglas holen, aber ja, Uwe gefällt mir gar nicht. Also er hat, glaube ich, tierische Schmerzen und wir fahren jetzt zum Tierarzt. Also, wir waren jetzt beim Tierarzt. Grönkt hat sie heute nicht, weil da zu zweit sein und das konnte sie jetzt nicht, aber sie hat abgetastet und hat gesagt, sie glaubt nicht, dass es gebrochen ist. Er hat jetzt ein Schmerzmittel bekommen, das soll jetzt in ein paar Minuten anfangen zu wirken und ja, entweder es ist morgen deutlich besser, das heißt, er belastet morgen wieder, er darf ruhig humpeln, aber zumindest wieder belasten. Und wenn es nicht besser ist, das heißt, wenn er immer noch überhaupt nicht auftritt oder Anzeichen für Schmerzen zeigt, kann ich hier morgen nochmal hinfahren. Ja, was macht man nicht alles so für sein Tier?
Allein weil heute Samstag ist, 20 Euro mehr. Bah. Das wäre morgen auch der Fall. Auch nochmal 20 Euro. Aber wie gesagt, ne, man übernimmt die Verantwortung für so ein Tier. Und da gehört dann auch dazu, dass man sie nicht leiden lässt. Deshalb finde ich es ganz gut, dass er jetzt Schmerzmittel hat. Und jetzt fahren wir nach Hause. Dann lege ich ihn wieder auf die Couch. Also, der Kleine ist jetzt wieder hier, ist wieder aus seiner Box rausgekommen und ja, macht so erstmal einen guten Eindruck. Ich meine, er schont den Fuß jetzt gerade und liegt, aber er schnurrt schon wieder. Also, wenn man ihn anfasst und streichelt, schnurrt er wieder und ist jetzt, ja, klar, durch Schmerzmittel wahrscheinlich, aber ist auf jeden Fall ein besserer Eindruck, als das vorhin war. So, jetzt wird gleich Angie kommen und ja, dann machen wir uns ja auf den Weg nach Aschaffenburg. Wir wollen ja heute Tokotronic sehen. Die Königin hat den Raum betreten. Hey, die Königin. Boah, es wird immer besser. Hallo, tja. Volk. Ja. Ja, ich bin da. Ich bin da. Wo haben wir denn? Es ist noch Zeit. 20 vor 6. Ja, wir brauchen nicht so früh. Nee, glaube ich auch nicht. Los. Ich habe mal geguckt, es geht erst um 8 los und dann kommt bestimmt auch noch eine Vorband. Und um 7 Uhr ist Einlass. Ja, aber wir müssen halt um 7 Uhr da sein, dann stehen wir ewig nur rum. Ich hasse das. Und ich will nicht in die erste Reihe. Wieso, hat er schon was anderes gesagt? Hast du schon was anderes gesagt? Ich habe gar nichts gesagt. Ich sage nie. Natürlich sagst du irgendwann. Wahrscheinlich hat er gesagt, oh, wir werden dann so fahren, dass wir um 7 Uhr da sind. Dann können wir in die erste Reihe gehen. Habe ich nicht gesagt. So. Und dann, also ich wäre eher so, dass wir so um 7:30 losfahren. Dass Nein. wir kommen, wenn die Vorband schon spielt. Nein. Warum nicht? Nein. Oh. Na gut. Juhu, wir machen uns auf den Weg. Wir haben die Jacken schon an. Wir sind bereit, wir sind bereit, wir sind bereit. Genau. Eine Reise zurück in meine Jugend. Ich bin sehr gespannt. Ich kenne kein einziges Lied, wollte ich nochmal dazu sagen. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie es mir so gefällt. Ich denke jetzt mal so, sinniere jetzt mal zurück auf das letzte Konzert, wo ich nichts kannte. Das war Montreal. Montreal. Das war doch... Warte mal, du kanntest Montreal von CD. Ja, aber ich sag mal, ja, das war fragwürdig, sagen wir es mal so. Ne? Aber ich, man soll nicht auf andere schließen. Ich bin da auf jeden Fall jetzt ganz neutral eingestellt. Ich freue mich drauf. Mal gucken, was kommt. Ne? Genau, deshalb, auf geht's. Jo, wir sind angekommen im schönen Aschaffenburg. Heute nicht zum Shoppen. Nein, heute gehen wir aufs Konzert. Richtung Kolossal. Jo. Wir haben unsere Jacken und Taschen im Auto gelassen und gehen jetzt frei. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich auch. Patschnass geschwitzt. Voll die Hitze da drin. Wow. Aber es war sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ja, geil, es war kurzweilig. Oh, und ich, totaler Backflash in die Jugend. Also ganz wenig von den Liedern gespielt, die ich nicht kann, also von den neuen, aber ganz viele alte. Und oh, so geil, wenn man da stehen kann und alles mitgrölen kann. Ich kannte ja nichts, aber ich fand es trotzdem richtig gut. Also war eine schöne Musik gewesen. Keine Vorgruppe, ging direkt um 8 Uhr los. Keine also ist jetzt auch noch relativ früh. Also wir haben ja noch nicht mal 10 Uhr. Ja. Und jetzt zum Abschluss habe ich mir jetzt noch einen Döner geholt, was man so macht nach so einem Konzert. Mit Joghurtsoße und jetzt geht's nach Hause. Wie praktisch, dass es bei Konzerten immer frische T-Shirts gibt. So habe ich jetzt wenigstens wieder ein trockenes an. Das war komplett nass. Klatsch, nass. Ja. Wahrscheinlich schwimmt mein Kofferraum da hinten jetzt. Nein, ich habe es auf die Rückbank gelegt. Mmh, das
Deshalb haben wir dieses Odeur. In diese Auto, dieses wunderbare Geruch, ne? Ja. Angie muss jetzt leider heimfahren. Ja. Eigentlich hat sie gedacht, sie könnte vielleicht hier übernachten, aber nein. Nein, es hat sich jetzt anders ergeben. Ich muss jetzt doch nach Hause fahren. Das mache ich jetzt auch direkt, weil sonst werde ich nur müde. Ja. Nachdem ich jetzt den Döner auch noch gegessen habe, so... Ja, ist vielleicht auch besser, wenn sie dann nicht neben mir schläft. Hallo? Ich habe extra Joghurtsoße genommen, ja? Ich wollte dich nicht vollstinken, aber jetzt, naja. Ja, Resümee des Abends. Es war ein sehr schöner Abend. Ja. Ein sehr schöner Abend und Skolosal ist eine sehr schöne Lokalität, muss ich sagen. Das ja, ich kenne das ja schon von früher. Also, ich war da früher schon auf vielen Konzerten, das war immer schön. Es war aber auch immer schon sehr, sehr warm. Naja, mein Gott, das sind viele Leiber zusammengepfercht auf engstem Raum. Aber ich habe es jetzt nicht anders erwartet. Ich meine, so ist es halt. War cool. Ja, war sehr cool. Na gut, dann würde ich sagen, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Volk. Die Königin verabschiedet sich. Genau, schaut weg. Also macht's gut. Bis dann. Boah, war das geil. Total schönes Konzert. Und ich bin nach Hause gekommen und was noch viel schöner war als das Konzert, Uwe läuft wieder auf 4 Pfoten. Nur wenn er schnell läuft, also wenn er rennt, dann hebt er die Pfote an, aber wenn er normal läuft, läuft er auf 4 Pfoten. Das heißt, Gott sei Dank, eine Besserung. Jetzt bin ich gespannt, wie das morgen früh ist und morgen früh entscheide ich dann, ob ich quasi nochmal zum Tierarzt fahre oder nicht, weil die Tierärztin hat gesagt, wenn er denn läuft und auftritt, brauche ich nicht zwingend kommen, auch weil ich ja am Montag quasi schon wieder einen Tierarzttermin habe bei einem anderen Arzt, wo er zum Impfen muss. Ja, also auch da wieder scheinbar alles auf dem Weg in die richtige Richtung. Bin ich froh. Gut, dann würde ich sagen, ich hau mich jetzt auf die Couch und schaue noch ein bisschen Brooklyn Nine-Nine. Weil das ist die Serie, die ich mir jetzt als nächstes rausgesucht habe. Unter all den Tipps, die ich bekommen habe. Und ich finde sie mega geil. Ist eine schöne, entspannte Serie. Ist kurzweilig und die Folgen sind auch nur 25 Minuten. Also kann man auch mal so gut zwischendurch gucken. Ich finde es geil. Und das schaue ich jetzt. Und ihr könnt mich wieder schauen, aber erst morgen um 18 Uhr. Also, bis denn. Ciao.